Heute hat das Bayerische Fernsehen bei uns einen Beitrag für die Frankenschau aktuell gedreht, die am morgigen Freitag, den 5. August um 17.30 Uhr im dritten Programm zu sehen sein wird. Dazu sind wir mit Richard Mergner, dem Vorsitzenden des Bund Naturschutz in Bayern, zunächst mal in den Wald bei Kledorf gefahren, um gesunden Wald und schöne Buchen zu zeigen und um im Interview von Richard Mergner zu hören, wie er die Arbeit der Möbelmacher an dem Projekt der rotkernigen Buche einschätzt. So, dass sich tatsächlich Waldbauern und ein Möbelmacher, ein Schreiner dazu entschlossen haben, gegen den Trend tatsächlich einen neuen Trend zu setzen. Danach gab es noch Szenen im Holzlager, das ausreichend Material für 5 Jahre vorhält, in unserer Werkstatt, wo gerade richtig dicke Tische entstehen, in unserer Ausstellung, um die rotkernige Buche mal in echt zu zeigen, und im regionalen Musterhaus, weil da keine Absaugung den Tonmeister störte. Es geht um 25 Jahre in Untergrumbach, die regionale Waldschöpfungskette und was die Menschen in der Region davon haben. Freitagabend 17.30 Uhr im dritten Programm des Bayerischen Rundfunks.